Es ist mir eine große Freude, dass wir in diesem Jahr wieder einen Sonderpreis verleihen können. Dies tun wir als Jury deshalb, weil uns eine Arbeit aus dem vorwissenschaftlichen Bereich sehr beeindruckt hat. Und zwar aufgrund ihrer Qualität und aufgrund ihres zukunftsweisenden Umgangs mit dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte. Mit dem Sonderpreis zeichnen wir die Arbeit von Frau Maria Merz aus, die 2016 unter der Betreuung von Frau Ursula Pleschko in der Klasse 8 am Döblinger Gymnasium in Wien entstanden ist. Sie trägt den Titel Dr. Heinrich Meyer, ein Wiener Geistlicher im Widerstand des Nationalsozialismus. Heinrich Meyer sammelte als Wiener Priester zur Zeit des Nationalsozialismus Gleichgesinnte um sich und baute so eine Widerstandsgruppe auf, die mit Unterstützung der Alliierten Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime leistete. Heinrich Meyers Wille zum Gemeinwohl und sein christlicher Glaube waren dabei die wesentlichen Motive für sein Handeln. Sein kritischer Geist ließ ihn noch vor vielen anderen erkennen, dass der Nationalsozialismus bekämpft werden musste. Frau Merz analysiert in Literatur, in historischen Originaldokumenten und in Zeitzeugeninterviews die Gründe, die Heinrich Meyer bewegten, in den Widerstand einzutreten. Sie wirft auch einen Blick darauf, wie sein Beispiel nach seinem Tod fortwirkte. Sie, sehr geehrte Frau Merz, sind hartnäckig, ausdauernd und gewissenhaft. Das zeigte sich schon, als Sie vor 2 Jahren, Ihre Arbeit war noch im Entstehen, sich für den Pechmann-Preis bewarben. Das Ausschlusskriterium einer nicht abgeschlossenen Arbeit führte damals zur Ablehnung Ihrer Bewerbung. In diesem Jahr gingen Sie couragiert erneut ins Rennen und es hat sich gelohnt. Hartnäckigkeit, Ausdauer und Gewissenhaftigkeit, das brauchen wir auch heute im 10. Jahr des Wilhelm-Freiherr-von-Pechmann-Preises und mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus. Denn das ausdauernde und hartnäckige Fragen darf ebenso wenig aufhören, wie wir aufhören dürfen, einen gewissenhaften Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also einen Blick, der genau und präzise zutage fördert, was damals geschah. Und einen Blick, der sich ein Gewissen macht und sich eben nicht guten Gewissens beruhigt, dass das, was im Dritten Reich geschah, nicht wieder geschehen kann. Bleiben wir also beunruhigt. Fragen wir bohrend weiter, wie es zu dieser enormen Destruktivität kommen konnte. Und delegieren wir die Beunruhigung über das Unwesen des Nationalsozialismus nicht nur an die Historiker und Sozialwissenschaftler. Wenn wir eine geistesgegenwärtige Kirche bleiben wollen, müssen wir uns selbst immer wieder in Unruhe versetzen und unsere Haltung kritisch in Frage stellen. Sie, sehr geehrte Frau Merz, hätten sich auf das Ruhekissen der sogenannten Gnade der späten Geburt legen können. Sie hätten Geschichte als eine Abfolge von Ereignissen zur Kenntnis nehmen können, die allenfalls abzuprüfendes Schulwissen von Relevanz ist. Sie hätten dafür plädieren können, dass es sich 70 Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus wesentlich bequemer leben lässt, wenn man die Schattenseiten der Geschichte ausblendet. Das haben Sie nicht getan. Sie haben ernsthaftes Quellenstudium sowohl in der Pfarre Gersthof als auch im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien betrieben und Sie sind nach Berlin gefahren, um die Quellenlage zu studieren. Sie haben sich mit Ihrer Arbeit der zukunftsentscheidenden Aufgabe gestellt, am Beispiel des Wiener Priesters Heinrich Meyer die Erinnerung an die Haltung herausragender Menschen wachzuhalten, die dem totalitären Staat Widerstand geleistet haben und dafür den eigenen Tod in Kauf nahmen. Und zwar ausdrücklich aus ihrem christlichen Glauben und aus christlicher Weltverantwortung heraus. Sie, liebe Frau Merz, haben damit gleichzeitig die Verantwortung Ihrer Generation deutlich gemacht. Einer Generation, die neue Formen des Erinnerns und des Wachhaltens der Erinnerung finden muss, um zu verhindern, dass sich der finsterste Teil unserer Geschichte wiederholt. An Ihrer Arbeit wird deutlich,
Das ist eine ganz besondere innere Kraft, ein ganz besonders geschärftes Gewissen und viel Mut braucht, um in einer Zeit, in der immer mehr Zerrbilder von Autorität zu Macht und Einfluss gelangen, der Stimme des Guten und der Gerechtigkeit folgen. Indem Sie in Ihrer Arbeit an einen widerständigen Menschen erinnern, erinnern Sie uns alle daran, dass Gottvertrauen nicht einfach Ergebung in den Lauf der Dinge ist, sondern manchmal als Widerstand gegen das scheinbar unvermeidliche Gestalt gewinnen muss. Mit Ihrer Arbeit bauen Sie, sehr geehrte Frau Merz, eine Brücke in die Zukunft, die eine Zeit sein wird, in der es immer weniger Zeitzeugen gibt, die befragt werden können. Noch ist diese Befragung möglich und zu Ihrer quellenfundierten Recherche haben Sie daher Interviews geführt. Sie haben durch die Erinnerung an ein geschichtliches Vorbild gezeigt, was der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog einst einforderte, als er den Umgang mit der Geschichte als Fundament der Zukunft bezeichnete. In seiner Rede »Die Zukunft der Erinnerung« sagte er im Jahr 1999, ich zitiere, »Für mich ist jeder Versuch, die Verbrechen des Nationalsozialismus aus der geschichtlichen Erinnerung auszublenden, letztlich nur eine Form intellektueller Feigheit. Und Feigheit ist das Letzte, was ich von meinem Volk erleben möchte. Unsere Geschichte haben wir uns, ohne Rücksicht darauf zu stellen, was andere aus ihr machen, und übrigens auch ohne Rücksicht darauf, was andere aus ihrer eigenen Geschichte machen.« Zitat Ende. Diese Verantwortung für die Zukunft haben Sie, liebe Frau Merz, sich in vorbildlicher Weise gestellt. Aus Sicht der Jury verdient Ihre Arbeit höchste Anerkennung. Diese Arbeit ist eine exzellente Recherche im vorwissenschaftlichen Bereich, die wir daher heute mit einem Sonderpreis auszeichnen. Herzlichen Glückwunsch. Zunächst möchte ich mich natürlich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Synodalpräsidentin Dr. Breidel, und bei Ihnen, Frau Regionalbischöfin Breit-Kessler, sowie bei der Jury für die Auszeichnung meiner vorwissenschaftlichen Arbeit mit dem Sonderpreis des Wilhelm Freiherr von Bechmann-Preises. Was mich tatsächlich besonders an dieser Auszeichnung freut, ist, dass so einem Menschen wie dem Widerstandskämpfer Heinrich Meyer, mit dem ich mich jetzt intensiv auseinandergesetzt habe und der meiner Meinung nach heute eigentlich viel zu wenig bekannt ist, dass so ihm noch einmal mehr Beachtung geschenkt wird und noch einmal mehr seine besonderen Taten gewürdigt werden. Heinrich Meyer muss eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein. Ein ungewöhnlicher katholischer Priester mit viel Humor, der gerne auch mal nach der Messe mit den Ministranten vor der Kirche Fußball spielte, gesellschaftlich sehr aktiv war, tief verwurzelt in seinem Glauben und bis zu seinem Tod sehr engagiert im Widerstand gegen die herrschende Ungerechtigkeit zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Tod solch mutiger Menschen darf, finde ich, aber nicht das Ende ihrer außergewöhnlichen Taten sein. Deshalb müssen wir auch heute und besonders heute diese Menschen, ihre Lebensgeschichten und ihren Einsatz in Erinnerung rufen und uns durch sie zum Nachdenken bringen lassen. Und so sind sie auch heute noch in unserem Denken und Handeln lebendig. Danke. Die festliche Preisverleihung nähert sich dem Ende. 10 Jahre Pechmann-Preis, damit setzt unsere Landeskirche ein Zeichen in mehrfacher Weise. Sie setzt ein Zeichen in dankbarer Erinnerung und ehrt Freiherr Wilhelm von Pechmann, dessen Todestag sich übermorgen zum 70. Mal jährt. Er hatte zahlreiche wichtige Ämter innerhalb unserer Landeskirche inne. Nicht zuletzt war er der erste gewählte Präsident der evangelisch-lutherischen Generalsynode in Bayern.
Seine Verdienste um Humanität, Christentum und Kirche sowie sein Eintreten für jüdische Mitbürger dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Und liebe Frau Brandt, es hat mich in besonderer Weise berührt, als Sie vorhin zitiert haben und plötzlich Martin Gauger und Wilhelm Freiherr von Pechmann zusammengeführt haben. Und wenn heute beide Familien auch hier vertreten sind durch die Folgegeneration, dann ehrt das diesen Preis zum 10-jährigen Jubiläum noch einmal in ganz besonderer Weise. Unsere Kirche setzt aber auch ein zweites Zeichen. Heute und in Zukunft müssen wir uns mit der Rolle unserer Kirche während des Nationalsozialismus weiter auseinandersetzen. So wie unsere Preisträgerinnen und Preisträger, die uns Vorbild sind und Vorbild bleiben sollen. Wir müssen gerade in einer Zeit, in der sich Populismus und rechtsextreme Rhetorik in unsere Alltagssprache einschleichen, in der verrohte Umgangsformen den öffentlichen Diskurs prägen, wachsam sein und geistesgegenwärtig bleiben. Wir dürfen nicht aufhören, hinzuhören und hinzuschauen. Wir dürfen nicht aufhören, uns erzählen zu lassen, was in unserer jüngsten Geschichte während des Nationalsozialismus geschehen ist. Wir müssen sensibel bleiben für das, was um Gottes Willen nicht wieder geschehen soll. Wir dürfen nicht blind, taub und stumm werden angesichts dessen, was in unserer Gesellschaft gerade wieder geschieht. In einer Zeit, in der durch die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung alles immer unübersichtlicher zu werden scheint, dürfen wir nicht nach einfachen Antworten suchen. Und schon gar nicht dürfen wir denen auf den Leim gehen, die meinen, diese einfachen Antworten bereits gefunden zu haben. Menschenwürde, Toleranz und Respekt dürfen wir nicht aufs Spiel setzen und auch andere nicht aufs Spiel setzen lassen. Wir haben im vergangenen Jahr das Reformationsjubiläum bewusst als ein großes Christusfest gefeiert. Wir haben Jesus Christus in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben Gottes Wort in das Zentrum gestellt, in dem die Grundprinzipien für unser Zusammenleben festgeschrieben sind. Im Glauben an ihn richten wir unser Leben aus. Dies ist unser Kompass und dies setzt uns immer wieder neu in Bewegung. Und in dieser Ausrichtung sind wir immer wieder gefordert, dem Rat der fremdenfeindlichen Menschenverachtung zivil couragiert in die Speichen zu fallen und allen Formen von Rassismus, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit entgegenzuwirken. In diesem Sinne danke ich Ihnen, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, für Ihren Mut und Ihre Geistesgegenwärtigkeit. Und an den Dank knüpfe ich eine Bitte. Hören Sie nicht auf, dem Rat immer wieder in die Speichen zu fallen. Mein Dank gilt aber auch noch vielen anderen. Zunächst dem Kirchenvorstand der Erlöserkirche. Vielen Dank, dass wir hier in Ihrer Kirche die Preisverleihung feiern dürfen. Mein Dank gilt Ihnen, dem ETA Hoffmann Trio, das wir gleich zum Abschluss noch einmal hören werden, die Sie diese Veranstaltung wieder musikalisch begleitet haben, sowie Ihnen, Herr Landtagsvizepräsident, lieber Herr Konsedor Dalla-Meyer, und auch dem bereits nicht mehr anwesenden Herrn Staatsminister Spähnle, die Sie uns mit einem Grußwort die Ehre gegeben haben und da auch von politischer Seite diesem Preis Aufmerksamkeit schenken. Mein Dank gilt den Tölzer Landfrauen, auf deren Köstlichkeiten wir uns nachher schon freuen können. Und ein ganz besonderer Dank gilt Ihnen, sehr verehrte Frau Regionalbischöfin Breit-Kessler, liebe Susanne, und den Damen deines Büros, die diese Veranstaltung wieder mit so viel Mühe vorbereitet haben. Das ist einen ganz besonders großen Applaus wert. Und nachdem wir jetzt noch einmal das ETA Hoffmann Trio hören, lade ich herzlich ein zum Empfang, zu Gesprächen, bei Getränken und gutem Essen und freue mich auf die Begegnung mit Ihnen allen. Herzlichen Dank.